Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Ich hoffe, ihr hattet einen super Tag oder wenn ihr das morgens guckt, ihr werdet einen super Tag haben. Wir gucken in die Zukunft auch teilweise. Willkommen zu den Retro Panda Pickups. Heute haben wir im Prinzip zwei große Themen. Ich war gestern, also zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, gestern auf der Pixelbörse in Düsseldorf und werde euch so ein bisschen über meine Eindrücke von dem Event schildern. Und dann will ich euch noch meinen neuen Begleiter zeigen, aber den machen wir zum Schluss. Ich würde sagen, ihr wollt ja gucken, erstmal was für Spiele ich mir besorgt habe diesen Monat oder ja fast Monat, ein bisschen länger her ist es, glaube ich. Ich muss sagen, es sind nicht viele. Und zwar, weil ich nämlich viel Kohle für was anderes ausgegeben habe. Aber wie gesagt, das zeige ich euch dann gleich auf jeden Fall. Aber fangen wir erstmal an. Ich habe mir nämlich ein Switch-Spiel geholt, noch vor der Pixelbörse. Und zwar habe ich mir das neue Fire Emblem geholt. Na, genau, schalt scharf. Obwohl, na, es ist halt ein Switch-Spiel-Packung, ne? Ihr werdet das wahrscheinlich gesehen haben. Ja, und zwar, ich bin ja ein riesen Rollenspiel-Fan. Nicht Rollenspiel, Strategie-Fan, das wollte ich sagen. Mensch, ich sollte wirklich den Kram nicht mehr nach der Arbeit, wenn ich den ganzen Tag schon gelabert habe, aufnehmen. Dann verhaspel ich mich ab und zu etwas. Ich bitte das zu entschuldigen, aber ich denke mal, da werdet ihr drüber hinwegsehen. Ja, ein Strategiefan bin ich, ein riesengroßer. Und auch so ein bisschen Rundenstrategie gefällt mir. Und weil ich ja so die meisten letzten Konsolengenerationen etwas ausgelassen habe, habe ich immer so ein bisschen neugierig auf diese Fire Emblem Serie so draufgeschielt. Das sah immer ganz gut aus und ich war mir aber immer nicht sicher, ob es wirklich das für mich ist, was ich haben möchte. Und da habe ich den Mitron gefragt an dieser Stelle. Viele Grüße, der ein großer Fan der Serie ist und wir haben so ein bisschen ungefähr selben Spielgeschmack und ich habe ihn gefragt, hey, ich bin Einsteiger in der Serie, ist das okay, wenn ich da jetzt quasi mittendrin einsteige? Und er meinte, ja klar, kein Problem, die Fire Emblem Spiele sind eigentlich alle so aufgemacht, dass man problemlos quasi quer einsteigen kann und die haben jetzt keinen großen Storyberg, was man erst gespielt haben muss oder ähnliches. Ja, und dann habe ich es mir geholt, ich habe jetzt so ungefähr 2 Stunden reingespielt, ist natürlich für so ein Spiel quasi noch gar nichts, aber der Ersteindruck ist wirklich super, gefällt mir auch das Strategische und so weiter. Das ist natürlich relativ simpel, sage ich mal. Also wenn ich komme jetzt natürlich vom PC-Spielen wie XCOM und so weiter, das Neue, das ist schon wesentlich komplexer, scheint es mir, als dieses Schere, Stein, Papier im Prinzip. Okay, das ist so, hier hast du mal irgendwie ein paar Wälder, wo du dann so ein paar Boni bekommst, wenn du daraus angreifst und so weiter. XCOM ist da natürlich schon so etwas komplexer mit Deckung, Halbdeckung und so weiter. Aber vielleicht entfaltet sich das ja noch alles für mich. Aber auf jeden Fall, ich bin eigentlich sehr angetan von dem Spiel. Ich habe mir aber schon überlegt, das muss man, glaube ich, an einem Stück spielen. Da kann man nicht immer so ein bisschen on und off spielen. Und da ich Ende Oktober, Anfang November schön im Urlaub fahre, würde ich sagen, wird das Spiel auf jeden Fall mein Urlaubsbegleiter sein, wo ich hier so ein bisschen Zeit rein investieren kann. So schön am Strand Fire Emblem spielen oder ähnliches. Ich glaube, da habe ich Bock drauf. Das wird auf jeden Fall schön. Ja, und ja, das war das Spiel, was ich mir außerhalb allen Veranstaltungen und so weiter geholt habe. Ich weiß, wie gesagt, dieses Mal, es werden nicht viele Spiele sein. Ich hoffe, das Video wird dann deswegen auch nicht so überlang. Aber ihr kennt mich. Ich sag das jedes Mal. Und jedes Mal eskaliert das Video, weil ich einfach zu viel laber. Aber kommt schon. Ihr wollt das doch auch, oder? Also, redet euch das zumindest ein, dann sind wir uns einig. So, kommen wir zur Pixelbörse in Düsseldorf. Auch da habe ich jetzt nicht so über viele Spiele mir besorgt. Ja, Pixelbörse Düsseldorf war ich jetzt zum dritten Mal da. Mein absolutes Highlight war wirklich, die ganzen fantastischen Menschen zu treffen. Es waren viele, viele YouTuber dabei und ich habe auch ein paar von euch Zuschauern getroffen und wir haben uns ein bisschen unterhalten. Viele, viele Grüße an euch auf jeden Fall. Ihr wisst, wer gemeint ist. Hat Spaß gemacht, mich mit euch so ein bisschen auszutauschen und ja, auch einfach mal, ne, sich zu unterhalten und so weiter. Darum geht es eigentlich bei diesen Börsen. Auch viele YouTuber, ich bin ja immer mittlerweile mit so einer Gruppe, mit der Maren, mit dem Chris Mitron, habe ich ja gerade schon erwähnt, und den Retro Joe der, und den Kurojin und unterwegs. Ich hoffe, ich habe jetzt spontan keinen vergessen von den YouTubern auf jeden Fall.
Grüße an euch und natürlich auch, wie gesagt, an die anderen. War schön, waren wirklich viele, viele YouTuber dabei. Und genau deswegen habe ich nicht gefilmt, weil ihr kennt meinen Sendeplan. Das Video erscheint jetzt immer sonntags und das wäre mir einfach zu kurzfristig gewesen, da jetzt gestern nach der Börse dann noch irgendwie so auf, nach 2 Stunden Fahrt auf Krampf jetzt irgendwie ein Video rauszuhauen. Und dann habe ich mir gedacht, es sind so viele YouTuber da gewesen und da braucht ihr wirklich nicht den tausendsten Schwenk über die Tische irgendwie. Da guckt es euch von einem an. Zu dem jetzigen Zeitpunkt hat der MZ schon ein schönes Video gemacht. Der Huli Nerd natürlich. Grüße auch an dich an dieser Stelle. Retro-tastisch, der Mitron. Und ich glaube, die anderen habe ich noch gar nicht gesehen, aber die werden jetzt so alle langsam eintrudeln und da werdet ihr die Location und sowas alles in der Nähe sehen oder in ausführlicher Größe, sage ich mal. Ja, allgemein war ich aber allerdings, abgesehen von den Menschen, die fantastisch waren, von der Börse an sich so etwas enttäuscht. Also meine letzten Börsen waren ja die in Montabaur und die in Wissen. Und die waren gefühlt schon irgendwie viel, viel besser. Also Location ist in Ordnung in Düsseldorf, ist schön familiär und so weiter. Aber irgendwas fehlte dieses Mal. Und ich weiß auch gar nicht warum. Die musikalische Beschallung aus den Boxen, die war eher so Geschmackssache, sage ich einfach mal. Also die da waren, die wissen, was ich meine. Und irgendwie, es waren viele Händler da, aber die hatten nicht so unbedingt das, was ich gesucht habe, was ich mir etwas seltsam fand. Also ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dass ich mich auf Gameboy-Spiele konzentriere und normalerweise auf Börsen hat irgendwie jeder Tisch oder jeder, so gut wie jeder Händler irgendwie so eine Gameboy-Klassik-Grabbelkiste und so weiter, wo man eigentlich mal was finden kann. Aber irgendwie waren kaum Stände da, die Gameboy-Sachen hatten. Das fand ich etwas blöd. Okay, das ist jetzt mein persönliches Problem, weil ich jetzt natürlich jetzt eher so Fokus auf den Gameboy-Sachen hatte. Aber ansonsten Super Nintendo, PlayStation 2 gefühlt war viel da und Xbox und sowas. Da war wirklich viel da, aber so für mich, ja, da sind mich auch nicht so fündig geworden. Ich hatte mir eigentlich einen Kopf gesetzt, Tailspin für den Gameboy, aber nun gut, wie es meistens bei diesen Börsen halt so ist, ne? Ihr kennt es wahrscheinlich selber, wenn ihr auf Börsen geht, man geht hin, man setzt sich was im Kopf, das und das will ich haben und dann genau das im Zweifel kriegt man nicht, aber naja, gut. Aber dann kommen wir auch schon zu dem ersten Pickup. Ich habe zumindest ein Gameboy-Spiel mir geholt und zwar Kirby's Dream Land 2. Na komm, schalt scharf, Junge. Schalt ist doch einfach scharf. Er mag nicht. Aber ihr müsst mir glauben, das hat er wieder dem Panda hier, den Leuchtenden, fokussiert. Den muss ich echt mal aus dem Bild packen. Also für alle die jetzt das wie so ein erstes Mal ein Video von mir ziehen, weil ich halt diese Mützenhalter, den Panda da habe und meine Kamera eine Gesichtserkennung hat mit Autofokus aufs Gesicht. Wenn ich so ein bisschen leicht aus dem Bild bin, dann sucht natürlich nach dem nächst Gesichtsähnlichen und das ist halt der Panda. Und weil er den Panda fokussiert und er beleuchtet ist, dann dunkelt das Bild so ab. Deswegen bitte nicht wundern, aber ich pfeife schon wieder ab, ey. Ha. Willkommen beim Retro Gaming Panda, würde ich sagen. Also, Kirby's Dream Land 2. Ja, zwar das USA-Modul, aber habe ich mal mitgenommen. So ein bisschen Frustkauf vielleicht, keine Ahnung. Ja, Kirby geht immer, würde ich sagen, oder? Kirby Teil 1 auf dem Game Boy, hat da seine Karriere quasi gestartet, war super. Und der zweite Teil, den habe ich noch nie gespielt und da kann eigentlich gar nicht so verkehrt sein. Ich habe jetzt für die Spielszenen hier die Aufnahme, habe ich kurz reingespielt. Ja, Kirby-Spiel würde ich sagen, also natürlich durchaus solide, hat einfach so eine Feel-Gut-Stimmung, sage ich mal. Ne? Herrliches Spiel, ja, musste ich mir holen, habe ich einen Zehner für bezahlt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob das jetzt ein übertriebener Preis ist oder nicht. Aber naja, gut. Aber das zweite Spiel, was ich mir geholt habe, ist ein neues Spiel. Und zwar habe ich es endlich für meine Switch-Sammlung, und ihr seht es wahrscheinlich auch am Preisschild, Super Mario Kart 8. Ist doch neu, habe ich noch nicht ausgepackt. Ja, für 40 Euro habe ich jetzt bezahlt für ein neues Super Mario Kart. Ist, denke ich mal, ein vernünftiger Kurs. Gebrauchtbacken ist vielleicht noch etwas günstiger kriegen, aber neu, also ne, im Laden, wir wissen es alle, Nintendo Switch Spiele, also von Nintendo selbst, die wird man nie großartig in irgendwelchen Preisaktionen oder sowas finden können. Die sind eigentlich, bleiben meistens eigentlich immer meist auf einen relativ hohen Kurs. Und ja, Mario Kart für 40 Euro kann man auf jeden Fall mitnehmen. Am Stand nebenan war dasselbe Sealed, also neu,
ist ja neu, zählt quasi, ist neu für 50 Euro knapp. Und dann dachte ich mir, ja, nimmst du mit, gleich geschnappt, weil mich nämlich immer alle möglichen Leute nerven, wir müssen mal Mario Kart online spielen, also besonders der Chris. Jetzt habe ich es, jetzt können wir es endlich machen. Ja, Mario Kart, ich muss glaube ich nicht mehr dazu, viel dazu sagen, oder? Ich bin ja eigentlich nicht so dieser Rennspiel-Fan, aber Mario Kart geht eigentlich immer. Aber für mich ist Mario Kart halt einfach ein Multiplayer-Spiel und deswegen habe ich das jetzt für einen normalen Preis, sage ich mal, jetzt für meine Switch-Sammlung mir bisher nicht geholt, aber ist ja natürlich eigentlich ein Pflichttitel, ne? Ja, ich würde sagen, das waren auf jeden Fall meine Spiele, die ich mir gekauft habe. Und dann habe ich mir noch zwei weitere Sachen geholt. Und zwar etwas Stoff für die Retro Panda Blättert Serie. Und zwar zwei Club Nintendo Magazine. Und zwar einmal hier eine relativ neue Ausgabe, Oktober 95. Ich halte es mal so, das Cover mal so ein bisschen mehr ran. Ja, mit Super Mario World 2 als Kernthema. Ne? Und einmal eine relativ frühe Ausgabe und zwar mit Chip und Chap. Ich glaube, da war dann auch wirklich, na, es hat dann wieder hier dunkel gemacht. Ich sollte mir vielleicht mal überlegen, ob ich den Panda nicht einfach ausmache, dass wenn er darauf fokussiert, dann wenigstens das Bild nicht dunkel wird. Was ich halt sehr interessant finde, ist halt wirklich, wie gesagt, eine sehr frühe Ausgabe. Da gab es das Super Nintendo noch nicht und so weiter. Und dann eine relativ neue. Und man sieht so ein bisschen am Vordesign, wenn man etwas durchblättert, so grob, die Aufmachung her ist schon etwa, hat sich in der Zeit gewandelt. Und das finde ich jetzt einfach mal interessant. Die werde ich natürlich irgendwann mal in dem Blättervideo verwursten. Finde ich natürlich sehr, sehr, sehr interessant, mal so ein bisschen Unterschiede auch rauszustellen. Und ja, habe ich jetzt pro Magazin 3 Euro bezahlt, kann man nicht meckern. Der Stand hatte zwar noch mehr Club Nintendo Magazine, aber die waren dann halt eher so die Nintendo 64 Ära und so weiter. Und das ist ja wirklich nicht mehr so mein Kerngebiet mit diesen Nintendo 64 PlayStation Konsolen. Da kann ich persönlich nichts mit anfangen und deswegen sammle ich die auch nicht. Ja, ich würde sagen, machen wir eine schöne Blätterfolge irgendwann mal. Ich weiß, es steht jetzt auch noch bald der Gameboy-Spieleberater dran. Also genug Nachschub für Blätterfolgen habe ich momentan noch, ja noch. Und bei euch kommt ja das Format einfach so prima an. Und das freut mich natürlich, weil ich habe ja auch selber Spaß dran, da dran zu blättern. Und ich mag es einfach, wenn wir quasi zusammen da durchblättern, okay, das Labern-Tour halt übernehme ich halt, aber es ist trotzdem so ein, ich hoffe, ihr habt auch wirklich das Gefühl, dass wir zusammen durch ein Magazin durchblättern und auch wenn man nicht physisch beieinander sitzt, gedanklich und einstellungstechnisch passt das natürlich alle, aber ich schweife schon viel zu sehr ins Philosophische ab, würde ich sagen. Ja, und dann habe ich noch eine Kanalspende bekommen und das war klasse. Also Kanalspende vom Huli-Nerd an dieser Stelle. Ihr kennt die wahrscheinlich sicherlich alle, aber verlinke ich natürlich unten, wenn ich es nicht vergesse. Und zwar, ich halte es in die Kamera. Zip. Na komm, fokussieren. Er tut's nicht. Er tut's nicht. Vielleicht, wenn ich so die Hand dazu packe. Meine verzweifelten Fokussier-Sachen. Ihr seht sie jetzt wahrscheinlich alle. Bibi und Tina Ferien auf dem Martinshof. Ja, und das hat er mir quasi überfallartig gegeben. Ich stand eigentlich, der Huli-Nerd hatte hier einen Stand da und ich stand halt eine Halle weiter oder einen Raum weiter und habe mich mit ein paar Leuten unterhalten. Plötzlich tippt er mich auf die Schulter, ich drehe mich um und drückt mir das Spiel in die Hand, grinst und geht wieder weg. Ja, ist natürlich Stoff für eine Quälzig-Serie. Also ich habe das Spiel, deswegen seht ihr auch jetzt extra keine Spielszenen, weil ich hier da ja immer in dieser Retro-Panda Quälzig-Sachen immer möglichst blind in die Spiele reingehen will. Und es war einfach fantastisch. Ich war so überrumpelt und voll sprachlos. An dieser Stelle noch vielen Dank für dich, aber das ist eine super Idee, glaube ich. Und das wird auf jeden Fall zu einem Video verwurstet. Also vielen, vielen, vielen Dank an dieser Stelle an dich. Hat mich super gefreut auf jeden Fall. Ja, das war die Pixelbörse Düsseldorf. Wie gesagt, vom Grund her etwas enttäuschend, muss ich sagen. Hat natürlich trotzdem Spaß gemacht mit den ganzen Leuten da, aber so vom Spieleangebot her war schon mal besser. Aber hey, es muss auch nicht jede Börse ideal sein. Und nur weil ich persönlich nichts gefunden habe, heißt es ja nicht, dass es für andere jetzt nichts war. Ne? Aber ich würde sagen, jetzt haben wir genug mit meinen drei Spiele gelabert, die ich gepickupt habe. Ich kriege einfach mal ein neues Wort. Jetzt zeige ich euch
mein neues Baby. Tja, willkommen in der 80er Jahre Neonhölle, würde ich sagen, meine lieben Freunde. Ja, und zwar dieses Baby hier, das ist jetzt neu bei mir da. Ja, es ist ein neuer Computer geworden. Und zwar habe ich ja schon seit Ewigkeiten Gaming-Laptops benutzt. Und ich bin ja hauptsächlich PC-Spieler. Das ganz einfach aus dem Hintergrund, weil ich durch die Arbeit halt viel rumgereist bin und so weiter und immer halt das bei mir haben wollte. Und das ist jetzt schon so dreieinhalb Jahre auf jeden Fall alt. Und wie wir alle wissen, Gaming-Laptop hat natürlich den großen Nachteil, wenn die unter Last sind, die föhnen ordentlich. Und so ein normaler Desktop-PC ist natürlich immer, auch noch wirklich immer besser als von der Leistung her und so weiter, als natürlich ein Laptop, logisch. Ja, und deswegen habe ich mir jetzt endlich mal einen vernünftigen geholt und ich wollte auch so ein bisschen Bling-Bling auf jeden Fall haben. Ich hoffe, das spiegelt nicht allzu sehr. Man kann natürlich in der Seite reinschauen. Er ist so ein bisschen relativ dezent RGB beleuchtet. Also man kann das schon wesentlich aufwendiger machen. Man kann es natürlich alles einstellen mit dieser Lichtstimmung. Aber das ist so ein bisschen mein Licht-Setup momentan. Und zwar habe ich hier diese Hue-Lichter von Philips. Da kann man ja so ganz viele verschiedene Farben einstellen. Und was halt die eigentlich als nettes Feature haben. Es gibt nicht ein Programm für Computer und wie ihr seht, sind die beiden ja momentan so eingeordnet, dass sie beim Monitor nach links und rechts strahlen und man kann das wirklich so einstellen, Hue Sync heißt das, dass die quasi die Bildschirmfarbe, die am Rand ist, dann quasi da benutzt wird und halt hingeworfen wird und das wird natürlich auch ständig aktualisiert. So, ihr kennt das wahrscheinlich von diesen Ambilight Philips TV Fernsehern und damit kann man das halt mit dem Computer auch so machen. Sieht auf Bildern ein bisschen nerviger aus, als es eigentlich ist, wenn man das so hat, man sich auf den Monitor konzentriert, geht das eigentlich, aber ich schweife wieder ab. Deswegen habe ich momentan die Farbe so etwas angepasst und so ein bisschen ja, die 80er Jahre Neonhölle fand ich eigentlich auch mal ganz passend. Man kann natürlich alles verschiedene Farben einstellen. Ja. Und zwar habe ich mir den selber gebaut und zwar auch wieder durch Hilfe von dem guten Mitron. Auch an dieser Stelle nochmal einen tollen Gruß. Wie ihr seht, hat er mir schon sehr geholfen in der Zeit. Auch den Kanal findet ihr natürlich unten und vorbeikommen, Abo und so weiter. Empfiehlt sich auf jeden Fall. Und hat er mir bei der Auswahl der Computerteile geholfen. Meinen letzten Computer, den ich gebaut habe, das ist wirklich Ewigkeiten her. Das müsste so frühe 2000er gewesen sein. Dachte ich mir schon, ja, da kriege ich schon irgendwie hin. Er hat mir zwar natürlich Hilfe angeboten, aber ich Idiot habe es natürlich nicht angenommen. Ja, war ein bisschen Kampf, alles zusammenzubauen. Das funktioniert ja nicht gleich am Anfang und so weiter. Aber gehört, glaube ich, ein bisschen dazu, oder? Aber jetzt läuft er prima. Ich finde es halt so klasse, weil ich wollte so ein bisschen so ein Poser-PC haben mit so einer Glasscheibe. Ich finde es mittlerweile echt super entspannt, diese ganzen Lüfter sich drehen zu sehen und so weiter. Und halt die RGB-Beleuchtung finde ich halt auch klasse. Man kann natürlich so viele Spielereien mit Farbverläufen und sowas einstellen, aber einfach so neutral finde ich das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja, ist eine GeForce GTX 2070 drin mit Raytracing. Also Battlefield, die Pfützen, die spiegeln jetzt und das finde ich für Cyberpunk, das hat ja auch Raytracing gut vorbereitet, aber ist natürlich theoretisch viel zu überpowered für die Spiele, was ich so normalerweise spiele, ne? Strategiespiele, Dota und so. Aber gut, da habe ich jetzt meine 120 Frames per Second und freue mich dann natürlich auch. Und was natürlich nicht zu unterschätzen ist, beim Videoschneiden ist das Ding wirklich eine Maschine. Also vorher war es wirklich so, wenn ich das auf den Laptop geschnitten habe, so Spielszenen, je nachdem wie die komprimiert waren, beim Schneideprogramm, die wurden halt nicht flüssig dargestellt. Und man musste dann halt immer ein bisschen gucken, dass er, ne, das hat dann immer gedauert und war eine Frickelarbeit und nicht so genau. Und jetzt alles super flüssig und so weiter. Also ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Ich werde, denke ich mal, irgendwann mal, wenn ich die 1000 Abonnenten erreicht habe, vielleicht eine Roomtour machen, wenn euch das mal interessieren würde, wie so ein bisschen mein Spielezimmer aussieht. Aber wie ihr seht, hier schneide ich die ganze Sache und hier nehme ich halt immer auf. Das ist quasi die andere Seite von der Retropanner-Quetzig-Perspektive oder irgendwelche Streams und sowas. Ja, ich hoffe, ich sage nicht, viele zum 1000 sind es ja nicht mehr, ne? Nicht, dass das Sonntag das Video kommt und ich habe die schon erreicht. Stand heute fehlen 27. Ich werde echt langsam ein bisschen hibbelig, muss ich sagen. Aber schauen wir einfach mal, ne? Kommt denn auf jeden Fall noch ein Video extra und so weiter. Aber ich würde sagen, genug vom
pinken Panda. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, wenn ihr Fragen habt oder Kommentare und so weiter, ihr kennt das Spiel. Und ich wünsche euch wirklich allen einen fantastischen Tag. Und wenn ihr mal eine schlechte Zeit durchmachen solltet, denkt dran, es wird besser werden. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.